Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute hat Giants die Schleusen geöffnet. Es sind 8 Updates und 32 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Timmy und Tobias für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich erstmal mit den Updates, und zwar kommt das erste Update für die Werkzeughöhensteuerung für Schneidwerke von Didi Mod Passion, Downloadgröße 89 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Transportmodus bei Verwendung des Case IH 3162 Teraflex Draper 45 Fuß gefixt. Das zweite Update ist für die Lizard Flüssigtankwagen von Mantrit, Downloadgröße 6,2 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Problem beim Laden von Paletten behoben, Entladeproblem behoben, wenn Junior hinter Senior gekoppelt ist, Tankerdeckel können nun geöffnet werden, um das Befüllen zu aktivieren, deaktivieren, Fahrzeuge können nun direkt von Tankwagen aus betankt werden, Optionen für Backen hinzugefügt, finnische Übersetzung hinzugefügt. Wir machen gleich weiter mit dem Massey Ferguson 8700S von Blauea. Dieser kriegt das nächste Update, Downloadgröße 15,00 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleine Fehler behoben, Antriebswellenanimation hinzugefügt, neue Details hinzugefügt und Modell verbessert, Optionen überarbeitet. Das nächste Update kommt für den Fliegel DPW 210 von Landdev, Downloadgröße 7,41 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, KI-Warnung behoben. Der Massey Ferguson 3 3700 AL-Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 13,35 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuen Shop-Artikel hinzugefügt, den MF3AL, Originalfrontgewicht und Radgewichte hinzugefügt, in den Konfigurationen wurden diversen Anpassungen vorgenommen, Next Edition Texte wurden zu den schwarzen Farboptionen hinzugefügt für den MF3700AL, Gewichtskonfigurationen angepasst, Radkonfiguration angepasst, Rim-Farboptionen hinzugefügt, verschiedene Fehler behoben. Dann kommen wir zu der kleinen Scheune, diese kriegt das nächste Update. Diese kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 6,15 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Aktivierung des Occluder Mesh, Anpassung der Collision Mask bei Triggern, kleine optische Anpassung, realistischere Dachkonstruktion und Desk-Version erhöht auf 65. Dann kommen wir zu der Scheune mit Werkstatt, ebenfalls von Agrar Modding, Downloadgröße 12,01 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Anpassung der Collision Mask bei Triggern, Desk-Version erhöht auf 65. Und damit kommen wir auch schon zu dem letzten Update für heute, und zwar ist das für die zusätzlichen Feldinfo von Yumi, Downloadgröße 18 KB, in der Version 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, die Kompatibilität mit Precision Farming wurde korrigiert. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das der Fendt 900 TMS Vario von Smetty, Downloadgröße 21,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit einer Leistung von 165 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 530 Litern, 55 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 12,2 Tonnen, der Preis 180.200 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Michelin, Mitas, BKT, Continental, Wredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich wie immer nicht durch. Dann gibt es hier bei Kotflügel ja, gibt es breit. Das ist der hintere Kotflügel, dann gibt es Nein, dann gibt es einen Forstkäfig und dann gibt es wieder Ja. Der Kotflügel vorne ist einfacher, einfach Ja oder Nein. Dann Warnschilder gibt es Nein, dann gibt es die EU-Version, die US-Version, die US-Lang-Version und zurück. Arbeitslampen können hinzugefügt werden, Standard oder Extralicht, das sind dann zwei Frontlampen mehr.
Anhängerkupplung gibt es 1600 Kilo oder die 3-Punkt-Aufhängung oder die 1600 Kilo. Motorenausführung gibt es der 916er mit 165 PS, der 920er mit 200 PS, der 924er mit 240 PS, der 926er mit 260 PS und der 930er mit 300 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette. Die Designfarbe zwischen Schwarz und zwar betrifft dies das Motorgitter. Die Felgenfarbe versteht sich von selbst, Chrom, Schwarz, Grau, Weiß oder Rot. Die nächste neue Mod ist der Lizard RT16, kommt von Caledwega Modding Design. Downloadgröße 16,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich glaube, letzte Woche war dies, wo dieser Anhänger herausgekommen ist, unter dem Namen Camara. Ja, jetzt ist er auch für alle Plattformen da. Kommt mit zwei Variationen, einmal mit dem Drehschemel. Hat ein Ladevolumen von 22 Kubikmeter, wiegt 4,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 14,9 Tonnen und kostet 25.500 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 24 Kubikmeter, dann kann eine Plattform oder die Plattform, die da ist, weggenommen werden oder wieder hinzugefügt werden. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Wenn man hier die kleinere Version nimmt, dann kann man noch eine Abdeckung hinzufügen. Das ist dies hier oder nein. Dieselben Optionen gelten auch für den zweiten Anhänger, der hat eine Tandemachse, kostet 32.500 Euro. Und hier kann zusätzlich noch das Bremssystem geändert werden, und zwar von pneumatischen Bremsen zu den hydraulischen Bremsen. Wir kommen zum Gewichtepack 800 bis 2250 Kilo vom Schwaben Gamer. Downloadgröße 2,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Gewichten, das eine wiegt 800 Kilogramm, kostet 1100 Euro und kann entsprechend konfiguriert werden, und zwar Warnaufkleber 1, 2, 1 und 2 oder keinen. Zusätzlich können noch Lichter hinzugefügt werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Rot und Weiß. Das zweite Gewicht kommt mit einem Gewicht von 1800 Kilo, kostet 1900 Euro. Und hier kann bei der Konfiguration noch Zusatzgewicht hinzugebaut werden, und zwar von Standard zu plus 150, plus 300 und plus 450 Kilo, was dann ein Gesamtgewicht von 2250 Kilo ausmacht. Dieselbe Option mit den Lichtern gilt auch hier, ja oder nein. Die Farbe kann aus der Standardpalette ausgesucht werden. Wir kommen zum Horsch Tiger 6DT von Didex 96, Downloadgröße 10,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 6,5 Tonnen, braucht 300 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 39.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Wredestein und Trelleborg, und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Fendt Vario 700 Series von Schnippelmodding. Downloadgröße 56,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Series mit drei verschiedenen Traktoren. Wir fangen an mit dem 700er Vario SCR. Dieser kommt mit einer Leistung von 150 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 38 Litern DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,1 Tonne und kostet 132.000 Euro. Die Reifenhersteller können ausgewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann gibt es beim Design das Standardpaket oder die Design Line. Dann gibt es Spiegel Standard, Spiegel Weitwinkel, Spiegel Weitwinkel elektronisch und zurück zu Standard. Warntafeln gibt es hier natürlich auch, die alten, die neuen oder keine. Rundumleuchten gibt es hier natürlich auch, links oder beidseitig oder keine. Dann gibt es hier die Ausstattung zwischen Profi und Profi Plus. Das ist die Ausstattung in der Kabine. Frontladeranbau gibt es natürlich die Möglichkeit für Quickie, Hauer oder keine. Die Motorenausführung gibt es die 714er Vario mit 150 PS, die 716er mit 171 PS, die 718er mit 188 PS,
die 720er mit 209 PS, die 722er mit 228 PS, die 724er mit 246 PS und das war's dann. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette, Designfarbe natürlich ebenso und betrifft den Frontladeranbau und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Schwarz, Grau glänzend und Beige. Wir kommen zum 700er Vario S4, der kommt ebenfalls mit einer Leistung von 150 PS. Die Leistungsmerkmale sind eigentlich dieselbe, der Preis liegt bei 135.000 Euro. Die Reifenhersteller bleiben dieselben wie vorher. Das Design kann natürlich auch gewählt werden zwischen Standard und Designline. Dann gibt es hier noch ein Lichterpaket dazu, Standard- oder LED-Lichter oder das Standardpaket. Dann gibt es noch Seitenbeleuchtung, ja oder nein. Dann bei der Typenbezeichnung gibt es hier das Standardpaket oder den Sonderwunsch und das wechselt hier im Prinzip das Emblem. Dann die Ausstattungsmöglichkeiten hier, da gibt es die Power-Ausführung, die Power Plus und die Profi und die Profi Plus Ausführung. Frontladeranbau natürlich dasselbe, Quickie und Hauer. Die Motorenausführung und die Abstufungen der PS-Zahl und Leistung ist identisch mit dem, was wir bereits gesehen haben. Und auch die Farboptionen bleiben dieselben wie gehabt. Deswegen gehen wir auch gleich weiter zum nächsten Traktor. Und zwar ist das der 700er Vario Generation 6. Die Leistungsmerkmale sind dieselben wie gehabt, kostet 138.000 Euro. Und auch hier haben wir schon alles gesehen, was es an verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten gibt. Hier gibt es also keine zusätzlichen Möglichkeiten, deswegen lassen wir es auch gleich dabei. Wir kommen zum Lizard Shah. Der kommt von Hispano, Downloadgröße 17,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kubber mit einem standardmäßigen Gewicht von 2,3 Tonnen, braucht 220 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 15.700 Euro. Die Zehenkonfiguration kann gewählt werden zwischen Typ 1 und Typ 2. Dann gibt es die Konfiguration der Aufkleber, einmal nein. Und einmal ja, das sind natürlich hier diese Logos. Dann gibt es die Modellkonfiguration, das ist die 25er mit einer Arbeitsbreite von 6 Meter oder die 33er mit der Arbeitsbreite von 8 Metern und braucht dann auch 300 PS. Die Gehäusefarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Das Farbdesign kann auch ausgewählt werden aus der Standardpalette und der Farbrolle natürlich auch. Wir kommen zu der Goreng Ballengabel Single von BD Modenk, Downloadgröße 2,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich eine Ballengabel, kommt mit dem Gewicht von 300 Kilo und kostet 500 Euro. Wir kommen zum Lizard PH25, dieser kommt von Langrio Modding, Downloadgröße 8,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 2,7 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,20 Meter, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 9.000 Euro. Die Aufkleber können hier hinzugefügt werden, und zwar hier, das ist auf der Seite hier innen. Und keine Aufkleber, die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt Lizard Futteraufnahme. Dieser kommt von Fluffy Mods, Downloadgröße 3,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Futteraufnahme natürlich mit dem Gewicht von 1,9 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h und kostet 75.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Futteraufnahme zu Bulk Pickup und zurück zur Futteraufnahme. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Hauptpalette und die Designfarbe natürlich auch. Die nächste neue Mod heißt Case IH 240 CVX Power Drive. Dieser kommt von Steve's Modding, Downloadgröße 16,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor standardmäßig mit einer Leistung von 225 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Liter, 48 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 8,7 Tonnen und kostet 188.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Michelin, Continental, BKT, Wredestein, Mitas und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch. Frontladeanbau gibt es natürlich ja oder nein.
Die Motorenausführung: hier gibt es den Puma 185 mit 225 PS, den 200er mit 245 PS, den 220er mit 260 PS, den 240er mit 270 PS. Dann gibt es von jeder Abstufung des Motors auch noch die entsprechende manuell geschaltete oder lastgeschaltete Version, also PowerShift 200 und so weiter und so fort. Das sind also die Möglichkeiten, die wir haben. Vorsicht, hier kann der Isaria Crop Detector oder der Crop Lesesensor nicht hinzugebaut werden. Diese Option gibt es hier also nicht. Hier muss also mit dem großen Teil vorne gearbeitet werden. Wir kommen zum Lizard AC2. Der kommt von David MTNZ AM Modding. Downloadgröße 4,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Dünger-Kalkstreuer mit einem Standardvolumen von 1500 Litern, wiegt 482 Kilo, hat eine Streuweite von 42 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 8500 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden zu 2050 Litern und einmal für bis zu 2600 Litern. Dann das Design kann geändert werden, hier ohne Treppe oder mit ein paar Treppenstufen. Dann gibt es die Aufkleber in der Version 1 und in der Version 2. Farboptionen gibt es hierzu nicht. Wir kommen zum Jens Cobra Hybrid. Dieser kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 19,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Holzhäcksler mit der Leistung von 1322 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 680 Litern, 60 Liter DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 32,2 Tonnen. Der Preis 660.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Nokian und zurück zu Continental. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch. Dann gibt es hier Frontscheibenaufkleber, nein oder ja, und zwar ist das der Hacke Peter. Frontblitzer gibt es, nein oder natürlich ja, und die sind natürlich hier eingebaut. Dann gibt es der Hackeraufkleber, der kommt hier hinten drauf, bei ja, und zwar der Schnitzler. Das heißt also Hacke Peter, der Schnitzler. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Bullbar hinzuzubauen. Entweder ja oder Design 1, Design 2 mit den Scheinwerfern, Design 3 und nein. Bei der Farboption bei der Bullbar haben wir die Möglichkeit zwischen Schwarz, Anthrazit, Edelstahl und Chrom. Die restlichen der Farboptionen sind wie gewohnt bei HR Forst und Fahrzeugbau eine sehr, sehr große Palette. Ja, und das war es denn im Prinzip auch schon von diesem Holzhäcksler. Also sobald der Häcksler aufgeklappt wird, wird sich die Kabine drehen, so dass man einen besseren natürlich Überblick hat zu dem, was hier passiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Als nächstes kommen wir zum Goldhofer STZ VP3. Dieser kommt ebenfalls von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 4,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tieflader mit einem Gewicht von 7,9 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Die Hauptfarbe kann natürlich gewählt werden aus der bekannten Farbpalette und die Felgenfarbe und so weiter natürlich auch. Dieser Tieflader hat verschiedene Optionen. Wenn ich hier einmal mit der linken Maustaste kann ich also hier die Aufliegefläche extrem verlängern. Also da kann etwas ziemlich Großes draufgepackt werden. Mit der rechten Maustaste kann ich noch dieses Frontteil heben oder senken. Ja, damit man ein bisschen mehr Bodenfreiheit bekommt. Oder ich kann natürlich auch hier das hintere Teil erhöhen oder senken natürlich. Das kann ich natürlich auch so noch machen. Dann kriegt man auch hinten noch etwas mehr Bodenfreiheit, wenn man hier das noch entsprechend anhebt. Wir kommen zum Case IH Axial Flow 2100 Series von MET26. Downloadgröße 32,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Drescher natürlich mit verschiedenen Schneidwerken und den entsprechenden Anhängern.
Der Thrasher selbst kommt mit einer Leistung von 180 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 491 Liter, 26 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 6350 Liter ist der Tank fürs Erntegut, wiegt 9,8 Tonnen und kostet 150.000 Euro. Die Motorenausführung, da gibt es die 2144er mit 180 PS, davon gibt es die Extension, die hat dann 10.000 Liter Fassungsvolumen. Dann gibt es den 2166er, der hat dann 240 PS und auch hier gibt es die Extended Version. Zusätzlich gibt es noch die 2188er Serie mit 280 PS und auch hier gibt es die Extension. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Continental, BKT, Friedestein und Trelleborg. Das Design kann gewählt werden zwischen EU, US oder zurück zu EU. Anhängerkupplungen gibt es Standard oder Zugmaul hinten. Entladerohr kann natürlich geändert werden von Standard zu langes Entladerohr. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Die Schneiderwerke kommen zum einen mit 14 Fuß Breite, das sind 4,4 Meter, Kostenpunkt 28.000 Euro. Das zweite, was kommt, ist das 18 Fuß respektive 5,5 Meter, kostet 32.000 Euro. Dann gibt es noch das 20 Fuß, das ist dann 6,1 Meter, Kostenpunkt 38.000 Euro. Beim Design kann hier jeweils noch hinzugefügt werden, ja oder nein. Und betrifft hier drin eine zusätzliche Führung. Dies gilt natürlich für alle drei Schneidwerke. Dann gibt es noch den Schneidwerkswagen, einmal den 14 bis 18 Fuß und zwar für 2600 Euro. Und noch dann für den 20 Fuß, das ist dann 3000 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Und wir kommen noch zu einem weiteren Drescher. Und zwar ist das Arco Harvester Pack. Das kommt ebenfalls von Met 26 Downloadgröße, 25,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier kommt der Drescher mit einer Leistung von 306 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 620 Litern, 80 Litern DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Ladevolumen für das Erntegut ist bei 8600 Liter, wiegt 13,5 Tonnen und kostet 202.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es hier die Marke, und zwar haben wir hier den MF Activa oder den Fendt 6275L. Die Felgenfarben kann gewählt werden zwischen Grau und Rot. Und das war's mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Auch hier gibt es natürlich die entsprechenden Schneidwerke dazu. Einmal das 18 Fuß Schneidewerk, was 5,5 Metern entspricht. Kostenpunkt 35.500 Euro und hier kann natürlich auch die Marke noch geändert werden. Zusätzlich gibt es noch das 25 Fuß, das entspricht dann 7,6 Metern und kostet 49.500 Euro. Auch hier kann natürlich die Marke geändert werden. Zusätzlich gibt es noch den Schneidewerkswagen und der kostet 5.500 Euro. Und ja, das ist dann im Prinzip schon alles, was hier dazu zu sagen ist. Wir kommen zu der Lizard persönlichen Lampe und zwar haben wir hier drei Optionen, eine Taschenlampe, eine Stirnlampe und ein Nachtsichtgerät. Wird genauso bedient, wie das eine Handsäge oder Motorsäge tut, einfach ja, mit der Maustaste hoch oder mit dem Mausrad hoch und runter. Dann haben wir hier einmal die Taschenlampe, dann haben wir hier die Stirnlampe und hier haben wir das Nachtsichtgerät. Kostenpunkt liegt zwischen 50 und 200 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese feste Erntepreise. Diese kommt von Disturbed Simulations, Downloadgröße 9 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Müde von saisonal schwankenden Erntepreisen? Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen, denn mit dieser Mod hast du immer den Bestpreis. Egal ob dies die Feldfrüchte oder die Produkte aus den Produktionen betrifft. Wir kommen zum kaufbaren Mist und zwar kommt diese von Michael LS, Downloadgröße 0,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses in Form einer Schubkarre, Kostenpunkt 500 Euro zum Platzieren und 5 Euro Unterhalt pro Tag. Hier kann man einfach mit dem Miststreuer oder so hinfahren und entsprechend Mist kaufen.
Etwas größer wird es hier, das ist die Maschinenhalle von DMI 20mm Normandie und Dutch Modding Inc. Downloadgröße 4,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier zwei Hallen. Dieses ist einmal diese, die schon hingebaut worden ist. Und dann gibt es noch die etwas größere davon. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro respektive 35.000 Euro. Unterhalt pro Tag jeweils 50 Euro. Das sind also diese normalen, ganz normalen Hallen hier. Schön gemacht. Dann geht's auch gleich weiter. Und wir kommen zu der kleinen Garage. Diese kommt von The Lord. Downloadgröße 8,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier gibt es einmal dieses Gebäude hier, und zwar unter Gebäude und Hallen. Das ist dieses Gebäude hier. Kostenpunkt zum Platzieren 40.000 Euro, 10 Euro Unterhalt pro Tag. Oder wir haben hier unter Tools aber die kleine Halle mit Werkstatt. Kostenpunkt zum Platzieren 40.500 Euro und Unterhalt pro Tag sind 20 Euro. Das ist diese Halle respektive Werkstatt hier. Einfach reingehen. Vorsicht, ich habe ja hier keine Lichtoption gefunden. Hier ist auch kein Licht verbaut. Also hier kann man tatsächlich nur bei Tageslicht arbeiten oder man verwendet das soeben erworbene Nachtsichtgerät. Wir kommen zum Bauernhaus. Dieses kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 12,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden. Im Baumenü unter Farmhäuser ist dieses Farmhaus hier 72.000 Euro zum Platzieren und 350 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist begehbar, also die Tür schließt sich nicht. Da ist also die Tür immer offen, sehr einladend. Es gibt hier Licht. Dann gibt es auch Licht hier. Dann haben wir hier die Küche. Hier gibt es also keine weiteren Optionen. Kühlschrank ist hier. Eine Feuerstelle ist hier. Dann haben wir hier ein Gästezimmer. Und hier haben wir unser Schlaftrigger und auch den Umkleidetrigger. Wir kommen zum Getreidelager. Das kommt von Kyoshos, Downloadgröße 7,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Getreidelager nicht wie erwartet unter Silos, sondern unter Hallen. Ist diese Halle hier, kann also nur nur gedreht werden in Schritten von 90 Grad. Also man hat hier nicht die Freiheit wie sonst. Kostenpunkt zum Platzieren 428.000 Euro. Unterhalt pro Tag 150 Euro. Ist dieses Silo respektive Halle hier, also hier ein Stellplatz, hier das Einfüll, hier der Einfüllbereich und hier natürlich der Abzapfbereich. Wir kommen zu der Gehreste Mineraldüngerfabrik. Diese kommt von FarmCat, Downloadgröße 0,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Fabriken, ist dieses Teil hier. Kostenpunkt zum Platzieren 110.000 Euro, Unterhalt pro Tag 33 Euro. Hier wird aus Gehresten Mineraldünger erstellt und zwar im Verhältnis 10 zu 1. 10 Einheiten Gehreste macht eine Einheit Mineraldünger. Wir kommen zu der Produktion für Pappe und Papier von Zottel Zockt, Downloadgröße 5,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 175.000 Euro. Dazu gibt es unter Container noch ein Lager für Kleister und unter Silos gibt es hier noch den Lagerschuppen für Papier respektive für Pappe. Hier wird produziert aus Kleister, Wasser, Hackschnitzel und Leerpaletten wird produziert Papier und Karton. Kleister kann entsprechend im Kleistersilo gekauft werden. Auch im Shop gibt es hier ein Big Bag mit Kleister und natürlich auch hier Big Bag mit Kleister. Einmal Big Bag mit Kleister und einmal Big Bag Palette mit Kleister. Wir kommen hier zum Multifermenter. Dieser kommt ebenfalls von Zottel Zockt. Downloadgröße 5,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese natürlich im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses hier. 120.000 Euro zum Platzieren
Und hier wird hergestellt natürlich Silage, und zwar einmal aus Häckselgut, Gras, Kartoffeln und Biomaterial. Biomaterial? Was könnte das denn sein? Dazu sagt die Beschreibung, Biomaterial kann später an noch erscheinenden Produktionen als Abfallprodukt abgeholt werden. Was uns zum Komposter führt. Und dieser kommt natürlich auch von Zollzockt, Downloadgröße 6,69 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich auch zu finden unter Produktion und Fabriken. Ist dieser Fermenter hier. Kostenpunkt zum Platzieren 90.000 Euro. Zusätzlich zu dem gibt es im Gebäude und Silos noch ein Silo für Kompost und ein Silo für Schnellkomposter. Und zwar wird hier hergestellt Kompost entweder aus Rindenmulch, Hackschnitzel, Stroh, Gras und Biomaterial. Und hier kommen wir also wieder zum Biomaterial. Zusätzlich zu den normalen Zyklen gibt es auch noch die Möglichkeit, Schnellkomposter hinzuzufügen, und zwar für alle diese genannten Fruchtsorten. Und zwar wird dies quasi dann die Einheiten verdoppeln, also die Verkompostierung wird einfach verdoppelt. Und auch hier können wir Schnellkomposter kaufen, und zwar in dem Big Bag Palette zu 1000 Liter. Und natürlich auch unter Big Bags finden wir hier den Schnellkomposter mit Volumen von 2000 Liter. Das ist dieses hier. Und somit ist der Kreis hier geschlossen. Als nächstes kommen wir zum Ballenhäcksler. Und dieser kommt natürlich auch von Zottelzockt. Downloadgröße 6,6 MB in der Version 1.0 und ist für PC und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Produktion und Fabriken. Ist dieses Teilchen hier. 50.000 Euro zum Platzieren. Also hier kann Licht ein- und ausgeschaltet werden. Und hier kann das Produktionsmenü aufgerufen werden. Und zwar nimmt diese Fabrik natürlich an, Ballen aus Stroh, Gras, Heu, Silage und Hackschnitzel. Die gibt man hier rein. Gut ist. Und dann hat man entsprechend Heu drin. Dann fährt man natürlich dann wieder hier hin und nimmt das dann entsprechend wieder raus. Wir kommen zu der Produktion für leere Paletten und Fässer. Diese kommt auch von Zottelzockt, Downloadgröße 4,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich ein weiterer Teil in Produktion und Fabriken. Ist diese Fabrikation oder Produktionsstätte hier, Kostenpunkt zum Platzieren 110.000 Euro. Und hier wird hergestellt aus Balken und Brettern Leerpaletten, Hackschnitzel und leere Fässer. Damit diese Mod hier funktioniert, braucht man das Sägewerk von Zottelzockt, das eben diese Bretter und Balken herstellt. Entsprechend gibt es hierzu natürlich auch noch die entsprechenden Lagerpunkte. Ist natürlich zu finden im Gebäude und Silos. Da gibt es hier Lagerschuppen für Fässer und Lagerschuppen für Paletten. Wir kommen zum BR kleiner Schuppen, und zwar von ML Modding und DH Modding, Downloadgröße 2,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich nehme mal an, BR heißt brasilianische Schuppen, ist natürlich zu finden im Baumenü unter Hallen. Da gibt es drei verschiedene Versionen, einmal diese hier, dann haben wir diese halbseitlich geschlossene Version und dann haben wir noch die offene Version zum Preis von 20.000 Euro. Insgesamt die Preise befinden sich zwischen 20.000 und 30.000 Euro, Unterhalt pro Tag je 10 Euro. Wir kommen zu diesem großen modernen Gebäude von Nymorg Mod, Downloadgröße 6,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Vorsicht, dies ist zu finden unter Produktion, Generatoren und das ist dann dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 580.000 Euro und ist ein Block von Mietwohnungen, die ihr vermietet und dadurch ein Einkommen bis zu 60.624 Euro generiert. Diese Einnahme soll variabel sein je nach Saison und daher vielleicht sogar als Ferienwohnung simuliert ist. Ja, eine richtig coole neue Idee. Und damit kommen wir heute zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das der Wohncontainer. Der kommt von NRX Eki. Downloadgröße 1,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zum einen zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist also dieser Container hier, gibt es alternativ auch noch zu finden, natürlich im Baumenü und zwar unter Dekoration und sonstigem
ist also dieser Container hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 12.000 Euro und ist natürlich auch begehbar. Hier habe ich die Version genommen der dekorativen Version und nicht die Wohnoption. Hier wäre dann der entsprechende Trigger. Ist natürlich passiert, weil ich ja schon ein Farmhaus aufgebaut habe. Ich wollte doch soeben das Video abschließen und dann kam ein kleiner Teaser, ein kleines Video von Giants. Etwas von einer neuen Marke, etwas, was neu kommen soll, ein neues Büro, irgendetwas, ein bisschen wirr das Ganze. Jedoch habe ich auf dem Screenshot so einen binären Code gefunden und wenn ich den auflöse, komme ich auf den Kürzel T7. Wisst ihr, was T7 bedeutet? Zu welcher Marke das gehört? Außer natürlich New Holland T7. Vielleicht habt ihr eine Idee? Bitte kommentiert und helft doch mit, das Rätsel zu lösen. Ja, das waren die Mods von heute. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch das Abo ab. Wollt ihr keine weiteren Videos zu den Mods und auch anderen Inhalten verpassen? Ich bedanke mich ganz herzlich. Gebt mir doch Bescheid, welche der Produktionsstätten die ist, die ihr in euer Spiel einbauen werdet. Ich werde es ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche ich einbauen werde. Auf jeden Fall noch einmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.